Hallo zusammen, herzlich willkommen zum nächsten Video. Freunde der Nacht, heute ein letztes Mal mit mir als Emoji, denn ich bin ja noch unterwegs. Ne, ihr wisst, Hamburg, Berlin, Berlin, Hamburg und zurück und hin und Düsseldorf. Aber trotzdem muss ich euch ja auf den Laufenden halten, wie versprochen. Und deswegen würde ich sagen, starten wir direkt los mit den Trash-News der Woche. Und zwar, was richtig, ja, übel war diese Woche, ist, dass Michelle Mombalin ein Kussfoto zusammen mit Flücke gepostet hatte. Und das für, ja, Schrecken, Angst und Schrecken ein paar Leute versetzt hat. Daraufhin noch am nächsten Tag ein Riesendrama zwischen Flocke und Mike Zies eskaliert ist beim Boxkampf von Erik Sinnermann. Da ging ja das alles herum, darüber sprechen wir gleich. Und dann hat Michelle K.O.-Tropfen in ihr Weinglas bekommen oder in ihr, nicht in Weinglas, ins Glas bekommen und ist daraufhin im Krankenhaus gelandet. Dann hat Ania von Germany's Next Topmodel zu Kim Virginia gesagt, ich zitiere, also ich weiß auf jeden Fall, dass Ania sich soeben strafbar gemacht hat und mir eine Chanel gönnt, denn Ania soll gesagt haben, Flucht aus Deutschland, sie wirft Kim Virginia nämlich Steuerhinterziehung vor. Mhm. Ja, das gucken wir uns gleich an. Dann haben endlich Max Bornmann und Milena Hoch ihre Beziehung offiziell verkündet und haben ein Liebesreel hochgeladen. Außerdem hat daraufhin dann die Ex von Max Bornmann sich gemeldet. Die Luisa hat gesagt, könnt ihr bitte aufhören, mir das Reel zu schicken oder mich zu markieren. Ja, kann ich natürlich verstehen. Dann haben verkündet, Mike Heiter und Leila wollen ein Häuschen holen. Wollen sich das gönnen und zwar in Frankfurt, soweit meine Recherche ist. Und Promi Flash hat es leider ein bisschen verdreht und hat gesagt, die wollen auch ins Warme auswandern. Daraufhin hat Kim Virginia öffentlich gesagt, die machen mir alles nach. Ja, stimmt aber nicht. Promi Flash hat Scheiße verzapft. Dann, Beauty and the Nerd beginnt ab 15. August. Die neue Staffel auf Pro7 und das Ganze wird gestreamt auf Join. Und ab dem 26. Juli 2024 beginnt auf RTL Plus die Staffel 4 der Aito Reality Stars in Love. Und das gucken wir uns auch mal an. Und ja, ich würde sagen, wir gehen rein ins Video. Ja, zum ersten Punkt, meine Damen und Herren. Postete Flocke, Berlin ist nicht Instagram, keine Frau hat es verdient, was dieser Punkt mit ihr abzieht. Und haben ein Kussfoto veröffentlicht. Und ich muss sagen, meine persönliche Einschätzung und Meinung von Flocke ist halt einfach negativ. Ich habe so viel Schlechtes von ihm gehört, permanent. Also über mich wird ja auch manchmal Schlechtes berichtet. Das ist halt normal, ne? Aber von ihm kommt nur Schlechtes in meine Ohren, muss ich dazu sagen. Und finde auch, wie er mit anderen Frauen umgegangen ist und sie mit Dingen in Anführungsstrichen öffentlich erpresst hat, ist halt auch nicht die schöne rote Kirsche auf der Sahne, wie man sich verhält. Hä? Und deswegen kann ich dem nicht so ganz viel abgewinnen und denke halt auch und weiß halt auch, dass Flocke halt auf Biegen und Brechen polarisieren möchte. Er weiß, ne, Beef bringt Aufmerksamkeit, Reichweite. Und deswegen denke ich auch, wenn ich hier euch das mal einblende, was bei diesem Boxkampf los gewesen ist. Dass das alles wirklich für die Kamera inszeniert gewesen ist. Mike Zies hat ja auch ein Video gemacht mit seiner neuen Herzdame, mit Delia, und hat da tatsächlich mit ihr zusammen ein gutes Video gemacht, wie ich finde. Also das Delias Paar, der hat das auch ganz gut erklärt, dass die beiden wirklich finden, dass das von Flocke und dieser Kamerafrau da, die dieses Handy halt abgesprochen war. Und da muss ich sagen, das glaube ich, weil ich Flocke genauso erlebt habe in der Vergangenheit mit vielen anderen Dingen. Und ich kann dem einfach nichts Positives, Ehrliches abgewinnen, muss ich ehrlich sagen. Nichtsdestotrotz, ja, haben sich, glaube ich, sehr viele gewünscht, dass irgendeiner dem Mike Zies mal die Leviten liest. Wenn Mike Zies aber auch mal der Falsche ist und eigentlich wirklich gefährlich wäre, wie er eigentlich so oft immer tut, hätte er, glaube ich, hätte Flocke sich hier eine Kopfnuss kassiert, schon mindestens. Ja, also wenn eine Frau so mit mir sprechen würde, so nah kommen würde, egal wie, was, wo, die hätte von mir auf jeden Fall was kassiert. Ne, weil sie übt ja, also die Person übt hier schon verbale Gewalt aus und dann darf man sich wehren, in meinen Augen, wenn das so krass ist, wie Flocke hier gemacht. Er bedrängt den schon
schon hart, muss ich ehrlich sagen. Ja, es wünschen sich viele. Ja, ne, kann ich absolut nachvollziehen. Aber dadurch, dass ich Flocke nicht als ehrliche Person erachte, kann ich da nichts Positives abgewinnen. Ich weiß nicht, wie es euch dabei geht. Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Kommen wir zu dem nächsten Punkt, und zwar Jeremy's Next Topmodel Ania wirft Kim Virginia vor, dass sie ja nur ausgewandert sei nach Dubai wegen Steuerhinterziehung. Ja. Das größte Gerücht ist, dass ich Steuerhinterziehung gemacht hätte und deswegen nach Dubai musste. Also selbst wenn ich das gemacht hätte, gehen wir mal davon aus, wieder Fantasiespiel, ich bin ja immer dabei. Ich muss hier und da wieder nach Deutschland kommen, gell? Reality-TV ohne die Kim Virginia wird ein bisschen schwierig. Das heißt, ich muss so oder so immer wieder meinen Arsch rüber bewegen. Und dann musst du an der Kasse vorbei, spätestens am Flughafen, gell? Also, ich bin ja auch manchmal verwirrt, merkt man, mit den Kreditkarten und so. Aber das ist halt auch einfach unsinnig. Also, ich habe jetzt bestimmt 20 Mal Spielereien mitgemacht. Ich kenne die Person eigentlich auch gar nicht. Ich wurde mal dafür bezahlt, ein, zwei Worte mit der Person zu wechseln in einem Format. Und dafür ist es mir zu viel Zirkus Halligalli. Also, an dem Punkt ist an meinen Anwalt weitergegeben. Ich habe da jetzt momentan keine Zeit für sowas. Da ich ja Steuerhinterziehung gemacht habe, bin ich froh, dass es jetzt von anderen Leuten bezahlt wird, ne? Wegen übler Nachrede und so. Thank you for paying my Steuerhinterziehung. Ich liebe das, so viel Nächstenliebe. Leute sind so cute. Und daraufhin hat Kim Virginia einen Post verfasst, also einen Kommentar. Also ich weiß auf jeden Fall, dass Ania sich soeben strafbar gemacht hat und mir eine Chanel gönnt. Und dann schreibt jemand drunter, poste dann bitte eine Story mit der Chanel. Ja, also warum überhaupt Kim Virginia ausgewandert ist, das weiß ich auch nicht. Also ich würde ja wie gesagt auch auswandern, wenn ich könnte, wenn man mal nicht in Brüssel spielen würde. Aber ich frage mich halt auch so, kann da irgendwas dran sein vielleicht? Weil warum sollte sie sich das irgendwie aus den Fingern saugen? Keine Ahnung. Aber natürlich wissen wir nicht, was die Wahrheit ist. Und das einfach so rausposaunen ohne Beweise und Belege ist halt einfach nicht richtig. Also wenn man sowas in die Öffentlichkeit posaunt, sollte man an Anias Stelle wirklich Beweise und Belege mitposten. Alles andere ist tatsächlich sonst Rufschädigung. Und da kann die Kim Virginia rechtlich gegen vorgehen. Und ich würde es auch machen an ihrer Stelle. Das zu dieser Sache. Nächstes Thema. Max Bornmann und Melina haben ihre Beziehung jetzt öffentlich gemacht. Unter dem gemeinsamen Reel als Paar freuen sich natürlich auch Reality-Stars und Freunde. Und Paulina schreibt auch alles Gute für euch beide. Das hat Instacrunch berichtet von der Seite. Und ja, ich freue mich für die beiden wirklich. Ich kenne Max Bornmann ein wenig und er war auch gern gesehener Gast auf der Hochzeit meines Mannes und mir. Und hat da köstlich die Freunde unterhalten und war ein sehr höflicher, netter, zuvorkommender Mann. Und ja, ich glaube, dass das mit Melina ganz gut passen könnte. Ich weiß, die Kommentare unter dem Post von Insta-Cringe kommen dann sowas wie I can change him oder eine schreibt, okay, aber Interview sagen, weiß gar nicht, was Luisa hat, hat keinen Kontakt mit Max. Und eine Sweet Lady schreibt, aber Luisa runter dafür machen. Ja. Und eine Sunny Fee schreibt, hat schon einen bitteren Beigeschmack, wenn man jetzt nochmal alles mit Luisa und prominent getrennt Revue passieren lässt. Und das stimmt natürlich. Ja. Wir haben alle prominent getrennt gesehen, aber man hat da schon auch gemerkt, ne, dass Max sie gut findet. Und ich habe auch mit meiner Freundin drüber geschrieben, so ein bisschen, dass die alle immer unter sich irgendwie bleiben. Das ist wie so eine GZS, also alle Trash-Darsteller unter sich, wie so eine GZS-Set, wo sie alle die Partner ein bisschen hin und her tauschen. Da habe ich meiner Freundin gesagt, dass das an sich per se nichts Schlechtes ist, weil jeder an einem unterschiedlichen Punkt in seinem Leben steht und mal der eine Partner besser passt dazu, mal der andere. Aber an sich, ja, kann ich ein paar Kommentare verstehen, aber Freunde, wir wollen gönnen. Und wenn man ja wirklich fair ist, sieht man in dem Reel, dass sie glücklich aussehen. Und deswegen gönnen wir denen ihr Glück. Lass die beiden machen. Und ja, wir wünschen an dieser Stelle erstmal alles Gute. Ja, dann Mike, Heiter und Layla möchten gerne auswandern, beziehungsweise Promiflash hat berichtet, wollen Deutschland den Rücken kehren und wohin verschlägt es die Reality Stars? Und Layla hatte aber gepostet, dass sie ganz klar und deutlich gesagt hat, dass sie nach den Frankfurt ein Haus suchen. Ich weiß nicht, ob ich da falsch informiert bin, keine Ahnung. Und ja, es ist dann wirklich so, dass Kim Virginia einfach überall kommentiert und ihren Senf dazu gibt, wo sie sich entweder totlacht, ne, weil
sie natürlich dann uns suggerieren möchte, dass die beiden nach Dubai auswandern wollen, aufgrund, weil Kim Virginia da jetzt ist. Also schon ein bisschen, bin schon ein bisschen angecringed, wenn ich das mal so sagen darf. Ich weiß nicht, Freunde, wie es euch geht, aber schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ja, die neue Staffel ab dem 15. August auf Pro7. Beauty and the Nerd gibt es. Ja, und da soll es ziemlich gekracht haben, um Jottes Willen. Am 15. August können wir also auf Join und Pro7 6 Folgen von Beauty and the Nerd gucken. Da sind unter anderem dabei Kim Virginia, Christine Okpara, Shelly ist dabei, eine I Am Linda ist dabei. Ja, auf jeden Fall Kim Virginia ist bei Beauty and the Nerd. Und ja, wie gesagt, das soll es ja ziemlich gekracht haben. Und da schauen wir doch bestimmt mal rein. Ab 15. August auf Pro7 und wie gesagt auch auf Join. Und dann bleiben wir bei Reality-TV-Formaten, denn es wurde frisch gelauncht heute, Staffel 4, Aito Reality Stars in Love. Auf RTL Plus fängt an, ab 26. Juli. Und ja, da werden wir natürlich drauf reagieren. Ich hatte schon auf Instagram auch eine Umfrage gemacht, denn die Cast, oh, ist diesmal vielversprechend. Und zwar Emmy Russ ist dabei, Anastasia, Arsena, Gabriela, Jennifer Iglesias ist nämlich dabei, Laura L., Laura Morante ist auch dabei, Linda, Nadja, Tara Tabita ist mit dabei. Okay, die interessiert mich jetzt nicht wirklich, muss ich ja nicht sagen. Alex ist dabei, Antonius, haltet euch fest, jetzt geht's richtig los. Chris Breu, Kahn ist dabei, Lars Maurer, Lukas Baltruschat, Mark Robin ist dabei, Nikola Glumatsch ist dabei, Osan und Tim Kühnel. Also ich frage mich manchmal, wer will noch Mark Robin freiwillig daten? Niemand. Nikola ist dabei, Lukas, wer will den daten? Da wissen wir doch alle, was die so ein bisschen für einen Charakter haben, muss ich ehrlich sagen. Aber ich bin sehr auf Chris Breu gespannt. Und ja, das Ganze gibt es ab 26. Juli auf RTL Plus, meine Damen und Herren. Ja, haben wir euch mal wieder abgedatet, auf den neuesten Stand gebracht. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Dann freuen wir uns sehr über einen Daumen hoch und schreibt uns gerne eure Kommentare und eure Meinung in die Kommentare so rum. Und ja, dann soll es das für heute gewesen sein, Freunde der Nacht. Das nächste Video wird wieder mit mir persönlich vor der Kamera sein und würde sagen, dann hoffentlich sehen wir uns da bis dahin wieder, oder? Ich hab euch lieb, Freunde, bleibt gesund und bis bald.